Hallo zusammen, hier ist wieder der Opa mit einem Let's Play von Pokémon Go. Heute möchte ich euch ein Fünferrät zeigen. Hier kämpfen wir gegen das legendäre Pokémon Heatran. Für uns ist jetzt das die letzte Chance, ein Shiny Heatran zu bekommen, denn morgen gibt es ein neues legendäres Pokémon in den Fünferraids. Bis jetzt hatte ich das Pech, kein Shiny Heatran zu bekommen, aber man versucht es trotzdem jeden Tag in der Hoffnung, dass es doch einmal ein Shiny kommt. Zum Angriff benutzt man hauptsächlich Boden-Pokémons. Der Stalabor, den ich als erstes benutze, hält zwar nicht so viel aus, macht dafür aber viel Schaden. Wie man sieht, konnte man für diesen letzten Raid noch viele Leute begeistern. Deswegen sind wir auch zu 17 im Kampf gegen dieses legendäre Pokémon. Ein Vorteil dabei ist natürlich, man braucht nicht so lange und am Schluss muss man nicht so viele Pokémons heilen, verbraucht nicht so viele Beleber und Tränke. Der Lebensbalken oben rechts schrumpft schon gewaltig, also ist er gleich besiegt. Und jetzt schrumpft auch die WP-Zahl und wenn man oben genau hinsieht, sieht man schon gleich, wie stark das Pokémon ist, das man fangen wird. Die Belohnungen, die ich immer bekommen habe, goldene Himmelbeeren ist immer gut, Lade-TM kann man auch gebrauchen, Sonderbonbons sowieso. Getränke hat man meistens genug. Jetzt sieht man auch noch Gewinne für Freds, die habe ich für die Team Rocket Aufgabe und die Zusammenfassung von Schaden. Und ich muss zweimal hinschauen. Es ist wirklich ein Shiny. Kaum zu glauben. Im letzten Kampf kriege ich endlich mein Shiny. Natürlich eine Sanabeere geben, weil Shiny kann ja nicht abhauen. Man muss es nur einmal treffen. Dann bleibt es auch drin und flüchtet nicht. Jetzt mal sehen, dass meine Behauptung auch stimmt. Er bleibt drin. Und was habe ich daraus gelernt? Man muss es wirklich immer wieder probieren. Irgendwann bekommt man doch sein Shiny. Das war's. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal von Opas Let's Play.